Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher Wild Hunt. Ich habe eben schon mal kurz in die Questliste geguckt und ich glaube, wir machen doch das erst mit Kera in die Höhle gehen da. Oder Versteck des Magiers. Weil das ist unsere Stufe am nächsten. Das ist jetzt für Stufe 6. Wir haben noch eine andere Sache für Stufe 6 und alles andere ist höher. Dann sollten wir das hier vielleicht gemacht haben oder dann auch noch den nächsten Auftrag für Stufe 6. Spätestens dann sollten wir mal gucken wegen den Sidequests. Da müssen auch irgendwelche Sidequests in unserer Stufe sein eigentlich. Langsam. Nee, nicht langsam. Hier haben wir... Komm jetzt. Haben wir die Platte hier abgeräumt? Und da hängt schon wieder neue Sachen? Nee, das war in einem anderen Dorf, ne? Das hier sind alles andere Sachen. Suche Arbeit. Tue jede Arbeit für eine Schale Suppe oder ein Brotkanten. Ich kann zimmern und fässern, binden und habe auch Werkzeug. Bollo. Das hier ist wichtig, glaube ich. Auftrag. Hanna aus den Wäldern. Hört, hört. Irgendeine Teufelsbrut treibt ihr Unwesen in unseren Feldern. Ein Geist oder Phantom ist es nicht. Der alte Willi schwört beim Grab seiner Mutter, dass es sich um Hanna aus den Wäldern handelt. Ob das stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder. Ob es stimmt oder nicht, geht nicht alleine in die Felder und nehmt immer eine Sense oder Forke mit. Wer den Mumm hat, die Bestie auszutreiben, soll eine Belohnung bekommen. Entschuldigung. Bolko, Ältester von Mittelhain. Das nehmen wir uns doch glatt mal mit. Das hier sind alles keine Aufträge. Gut. Dann interessieren uns die anderen Sachen auch nicht, aber wir... Los, auf! Reiten mit Plötze erstmal zum Versteck des Magiers. Ich glaube, wir können ein bisschen Gas geben. Mal gucken, was uns auf dem Weg noch so unter die Finger kommt. Hier waren wir auch schon mal, oder? Ach ja, wir wollten uns auf einen neuen Sattel... Alter, was war das denn für Vieh? Ich will... Ich will gar nicht gucken. Das war bestimmt so ein hammerhartes Ding, was uns total zerfleischt hätte. Plötzlich hat richtig Schiss gekriegt. Ich ja nicht, aber plötzlich. Das arme Tier. Wir reiten also einen Berg hoch. Ja, du bist falsch abgebogen, Plötze. Lauf, Plötze. Jetzt bin ich natürlich festgekantet hier. So. Ist aber auch steinig hier. Und jetzt hier links. Oh, und hier rechts. Und hier runter, oder was? Den Rest kann ich zu Fuß gehen. Danke, Plötz. Manometer, du. Was denn hier schon wieder schön ist? Ich war's nicht. Weiter unten. Ach so, okay. Dann bin ich natürlich den falschen Weg gelaufen, aber ich habe Zeugs gekriegt. Können wir los? Ich würde diesen geheimnisvollen Elfen gern kennenlernen. Bin gespannt, ob ihr zwei euch verstehen werdet. Ich will ja nicht mit ihm ins Bett. Ich will ihn nur zu Ciri befragen. Na los! Ja, ich komme ja schon. Geh vor. Gehen wir. Was hast du da jetzt gemacht? Licht? Das ist natürlich geil. Pilze? Kiste! Manuskriptseiten und so sind immer gut. Da hinten stehen die. Ach du Scheiße, ist das nicht die wilde Jagd? Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was?
Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Oh Mann, das war doch keine so gute Idee, oder? Alter, diese Höhle müssen wir komplett durchsuchen normalerweise. Da unten sind wir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Keira jetzt ist. Ach du Scheiße. Ja, ich sammle wieder Pilze, das ist am sichersten. Und hier hinten ist die Kiste, gerade noch entdeckt. Haben wir irgendwas? War das eine Rüstung? Ist die besser als unsere? Minus 1, minus 7, plus 5. Meistergegenstand, benötigt die Stufe 6. Shit. Was ist das für eine Glyphe? Gewöhnlicher kleiner Zoria Runenstein. 3% Chance auf Einfrieren. Nee, das bringt uns jetzt auch nichts. Ach Mann. Hallo Viechers. Ich zappel hier wieder nur rum und krieg aufs Maul. Ich muss das Kämpfen definitiv üben. Guck mal, wenn die kannst du nicht blocken, ey. Wenn die einhauen, dann... Zack. Achso, ich kann nur den einen da hier hinten loben. Hier müssen wir wahrscheinlich tauchen. Wasser trinken und rohes Fleisch essen. Das kommt immer gut. Okay, tauchen. War das doch, ne? Kisten nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Ich stehe so auf Kisten. Also man sieht halt echt scheiße. Kann man schneller schwimmen? Umschalten links. Ja, mache ich gerade. Kannst noch mal ein rohes Fleisch essen, Geralt? Zwei Wege. Shit. Ach, hier kann man das anmachen. Was so mit Art soll man das? Oder was? Nee, ich. Aber brennt ja trotzdem nicht. Also hier geht's hoch, okay. Da sind viele Viecher und hier geht es auch weiter. Dann will ich mal kurz gucken, was passiert wäre, wenn wir hier lang wären. Angeblich soll man hier immer lang können. Also auf der Karte sieht es so aus, ne? Eine Olive hatten wir auch noch nie. Und eine Tür. Okay, bist du besoffen oder was? Ah, und da brauchen wir bestimmt hier... This one. Mistvieh! Voll so ein Riesenvieh, aber der war leichter schon. Neblingmutagen. Okay, hier wird es noch mehr geben von denen. Da bin ich mir sicher. Hinten rein? Nee. Ich gehe lieber die Wege, wo es nicht sofort weitergeht, weil man könnte ja noch irgendwas Nützliches entdecken. Und hier werden wir dann bestimmt wieder da sein. Ja. Und dann Axi. Nee. Quen ist das, was wir immer haben wollen. Genau, hier ist der Scheiß. Sonst wären wir von da oben gekommen, von irgendwo da. Genau. Hätte uns auch nicht viel gebracht, der Nebel ist hier auch.
Du sollst einfach nur da hoch, Geralt. Oh, Geralt. Was jetzt, du Stich? Na komm. Ich will noch eine. Und den auch noch eine. Super, hast du es gemacht, Geri. Hier ist ein ziemlich großer Kreis. Wie bitte? Oh Mann, ich fühle mich hier irgendwie ein bisschen mulmig. Da war eben was zu hören. Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Ah, der Hexe scheint es nicht so gut zu gehen. Hier oben geht's wieder raus, oder was? Aber wir sollen... Geralt! Wir sollen ja eigentlich nicht raus. Ach, Mist! Also müssen wir doch nach rechts da weiter, aber... Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Oh, Alter, ist das hier riesig. Na los, Geralt. Geralt! Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig. Das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten. Ich dachte, sonst was ist hier los. Komm schon, komm näher. Lass mich weg. Ah, wieder nicht. Okay. Sind hier noch mehr von diesen... Hier. So, weißt du, was für Krankheiten wir übertragen? Das sind Ratten, Jörg. Zeit zu sterben. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Was? Na gut. Lass uns gehen. Vella Glan! Ach, Mann. Kann man die nicht looten, wenn die kaputt sind? Nö, schade. Sind die denn Pilze, die... vielleicht... Oh! Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri.
Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Ciraim genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Erkunde die Ruinen und folge den Schwalbensymbolen. Ach, Leute. Wo wieder? Ich muss leider ein paar Pilze mitnehmen. Ich habe Angst, dass ich die... Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Ja. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorsel auch so erkannt. Wie viel hat jemand erzählt, dass er mich an solchen Pilzen ausprobiert hat? Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, kannst du überlegen. Alter Junge. Ich habe jetzt überhaupt nichts verstanden und konnte auch nicht lesen, weil ich die Viecher ja getötet habe. Wie viele sind hier noch? Essen. Rohes Fleisch und Wasser. Kommen wir hier so durch ungefähr irgendwie? Shit. Wir sollen hier bestimmt irgendwas suchen. Und das wird in der Mitte sein? Nein. Hier lang. Und hier können wir wieder tauchen. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Die holen wir uns natürlich. Sagen, hier war doch eben noch eine andere Kiste. Und da hinten weiter ist natürlich nichts mehr. Oder was? Ja, ich werde zurück müssen. Was geht hier denn ab? Was ist das? Kann ich das mit Art zerstören? Ja. Und wieso ist das wichtig, dass ich das kann? Dahinter kommt man auch nicht weiter. Ach so, dann geht das auf zu dampfen da, weil es verstopft wird oder was? So kommt man an die Kiste ran. Verdammt! Oh, was? Ich sehe nichts. Was denn? Wieso hast du dein Schwert gezogen? Ach, da unten. Diese Viecher sind aber echt scheiße. Wie immer sich hier. War das alles? Natürlich nicht. So,
So, wieder zurück. Kannst du auch während des Schwimmens essen? Hier könnte man auch durchschwimmen, oder was? Tatsächlich. Naja, aber unten waren Kisten, die waren ja wichtig. So, wir müssen hier natürlich weitersuchen. Ja, lass dich jetzt nicht ändern, Geralt. Jetzt hör auf zu heulen. Okay, Pilze sind hier natürlich genug. Wir suchen aber sowas. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ah. Guck an. Die erste Schwalbe haben wir schon. Das ist cool, weil können wir richtig schön Pilze verkaufen gehen. Oder uns eine richtig geile Pilzpfanne machen. Schaffst du das, Hexe? Ja, kein Problem. Hier ist wieder so einer. Und der hat Pfeffer mit. Und Geld. Durchsuch die Kammer mit Hilfe deiner Hexersinne. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Ja. Was ist, wenn ich da runterspringe? Sirai. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein, Tiri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Hier ist auf jeden Fall eine Schwalbe. Vella Glan! Was hast du denn jetzt schon wieder? Untersuchen. Ach so, dann kommt die Nachricht nochmal. Wir sollen nach dem Pferd suchen? Bestimmt nur eine Abbildung oder so, weil... Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ah, da, sie hat schon was. Und ich habe Pilze. Das ist ein Hund. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpie. Alter! Man darf anscheinend nicht die falschen Symbole drücken, weil das Fallen sind. Also, jedenfalls sah es so aus. Das heißt, da müssen mehrere Symbole sein und eins davon muss halt ein Pferd sein. Oder ich denke mal, es wird ein Pferd sein. Und das wird das Richtige sein und dann geht vielleicht ein Portal auf oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber... Schau, sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Das... Hey, Keira, nicht so hassig. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ich bin raus. Ciao.